1937 gründet sich Saab, die schwedische Flugzeugaktiengesellschaft in Trollhättan nördlich von Göteborg, und baut zunächst Flugzeuge. Kurze Zeit später denken die Entscheider bei Saab auch über eine Automobilproduktion nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen 16 Flugzeugtechniker, angeführt von Gunnar Ljungström, mit der Entwicklung des ersten PKW-Prototypen. Nur zwei der Ingenieure besitzen einen Führerschein. Das Luftfahrterbe pflegt Saab auch bei den Fahrzeugen. Der Saab 92 erreicht einen sensationellen CW-Wert von knapp über 0,3. Ein Wert, den kein anderer PKW dieser Zeit vorweisen kann. Mit dem Saab 93B von 1957 kommt die Produktion erst richtig in Fahrt. Per Lexby, Schwede von Geburt und aus Überzeugung, liebt seinen buckligen Oldie. Auch wenn er in Hamburg sesshaft ist. Ein anderes Fahrzeug als einen Saab kann er sich nicht vorstellen. Mit dem 93B beginnt der Export von Saab-Fahrzeugen in die ganze Welt. Die meisten Exemplare landen in den USA. Schnell erwirbt sich der rundliche Zweitürer den Ruf, ein solides und wirtschaftliches Auto zu sein. Heute zählt ein klassischer Saab zum nationalen Kulturgut. Besonders natürlich für die Schweden. Papa hat so ein paar gehabt und ich habe danach die Folgemodelle gehabt. Ich glaube 7 oder 8 Stück. Man erkennt den Geruch sogar von der Kindheit. Ein Saab riecht ganz fantastisch. Über 52.000 Exemplare stellen die Schweden vom Modell 93 her. Eine beachtliche Stückzahl für den kleinen Hersteller. Charakteristisch für die Saab der Frühzeit sind die verbauten Dreizylinder-Zweitaktmotoren nach dem Vorbild von DKW. Sie treiben die Vorderräder an. Der Saab 93B leistet 33 PS, damals Klassenstandard. Durch die gute Aerodynamik erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 110 Stundenkilometern. Auch mit wenig Leistung kann man Erfolg im Motorsport haben. Saab festigt seinen Ruf als solider Autobauer mit zahlreichen Erfolgen bei Rundstreckenrennen und besonders bei Rallyes. 1957 gewinnt Erik Karlsson erstmals mit einem Saab 93 die 1000-Seen-Rallye in Finnland. Der schwedische Rallye-Pilot legt wegen seiner spektakulären Fahrweise auch gerne mal seinen Rennsaab auf das Dach. Daher sein Spitzname Karlsson auf dem Dach. In den 60er Jahren ist Erik Karlsson zweimal erfolgreich bei der berühmtesten aller Rallyes, der Monte Carlo. Die Grundform des Saab 93 bauen die Schweden noch bis Ende der 70er Jahre mit dem Saab 96 weiter. 1966 stellen die Ingenieure den Saab auf Viertaktmotoren um. Den Verantwortlichen in Trollhättan ist aber längst klar, ein neuer Saab muss her. Seit 1968 erscheint der Typ 99. Ein rundum neuer Saab. Eine konventionell motorisierte Limousine. Das ändert sich 1978, als der Wagen mit dem imageträchtigen Zusatz Turbo erscheint. Turbo gilt als unentdecktes Neuland im PKW-Großserienbau. Hier sehen wir also den allerersten Turbomotor von Saab. Das ist ein 2-Liter Vierzylindermotor mit 2 Ventilen pro Zylinder. Die Leistung war 145 PS bei 5500 Umdrehungen und das maximale Drehmoment 240 Newtonmeter bei 3000 Umdrehungen. Beeindruckende Werte für eine Mittelklasse-Limousine der 70er Jahre.
198 Spitze schafft der 99 Turbo locker. Auch beim 99 Turbo erkennt der Betrachter sofort die typische Saab-Formensprache. Die Sportlimousine gilt als Auto für Individualisten und Andersdenkende. Nach der Übernahme von Saab durch den amerikanischen Konzern General Motors bleibt von der Unverwechselbarkeit eines Saab nicht mehr viel übrig. Die schwedische Marke verliert ihre Identität im Einheitsbrei der Neuerscheinungen. Die Kundschaft quittiert das mit Desinteresse. Der einstige Stolz Schwedens geht 2011 insolvent. Ob Saab durch die neuen Besitzer aus China je wieder auf die Beine kommt, steht in den Sternen. Besonders in Schweden halten viele Audi-Fans die Erinnerung an den geliebten buckligen Wagen aus Trollhättan hoch. Ein schwedisches Kulturgut mit Zweitaktfahne. Während bei Saab in Schweden die Autoproduktion erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnt, endet in dieser Ära die Autoproduktion eines traditionsreichen deutschen Herstellers.